Stefan Lochner war ein bedeutender Maler des ausgehenden Mittelalters. Er gehörte der sogenannten Kölner Schule an und sein Stil gehörte der Richtung weicher Stil an. Was heißt weicher Stil? Weicher Stil ist nichts anderes wie der Übergang, wenn man so will, von der mittelalterlichen Malerei zur modernen Malerei. Die mittelalterliche Malerei der katholischen Kirche war sehr ähnlich der orthodoxen Ikonenmalerei heutiger Tage. Der Hintergrund war entweder gold- oder einfarbig gehalten. Das lag nicht daran, dass die Maler keine Ahnung hatten, wie man eine Perspektive darstellt, sondern es war vielmehr ein Einblick in den Himmel. Stefan Lochner vereinigte in seiner Malerei immer mehr Himmel und Erde. Da war nicht nur das Gold des Himmels zu sehen im Hintergrund, sondern zu den Füßen der Heiligen auch immer mehr Pflanzen, Kräuter, aber auch Stoffe, die die Welt immer wieder in den Himmel hineintrugen. Aber wer war Stefan Lochner eigentlich? Geboren wurde er um das Jahr 1410 in Meersburg, einer Stadt des Fürstbistums Konstanz. Seine Eltern waren Alete und Georg Lochner. Georg, er war ein Schmied und wir haben keine Ahnung, wie sein Sohn Stefan überhaupt zur Malerei gekommen war. Auch wissen wir nicht, wann Stefan Lochner erstmals in Köln ansässig wurde. Erstmals erwähnt wird er im Jahre 1442 in Köln. Damals stand der Besuch König Friedrich III. In Köln an, und Stefan Lochner war zuständig für die Dekorationen des Besuches. Im selben Jahr kaufte er noch ein Haus an der großen Budengasse im Kirchspiel von St. Lorenz, was darauf hindeutet, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits einen großen Wohlstand besaß. Wenige Jahre später, nämlich 1444, kaufte er ein Doppelhaus am Quatermarkt, in dem er zukünftig dann auch leben würde. Seit 1447 Bürger der Stadt Köln wurde er noch an Weihnachten desselben Jahres für die Gilde der Maler in den Kölner Stadtrat gewählt. Direkt vor dem Rathaus der Stadt Köln lag das ehemalige Judenviertel. Die Stadt Köln wollte in der Synagoge die Kapelle St. Maria in Jerusalem errichten. Dafür brauchte man natürlich ein repräsentatives Altarbild mit den Kölner Stadtpatronen Ursula und Gerion. Der Kölner Stadtrat und Maler Stefan Lochner erhielt hierfür den Auftrag. 1450 erneut in den Kölner Stadtrat gewählt, erkrankte er im August 1451 an der Pest, die in Köln zwischen Pfingsten und Weihnachten wütete. Wir wissen nicht, wann er starb und wo er beerdigt wurde. Er starb auf jeden Fall 1451. Wir wissen, dass noch im selben Jahr seine Frau Lisbeth verstarb. Wir wissen aber, dass er immer noch Besitzungen in Meersburg hatte, die von der Stadt Köln eingefordert wurden. Auch wenn Stefan Lochner zeit seines Lebens keines seiner Bilder signierte, so wissen wir doch, wie er aussah, denn er porträtierte sich selbst auf dem Altarbild der Kölner Stadtpatrone.